Ich hatte einfach Glück. Ich hatte wirklich Glück. Ich bin zu einer Zeit ins Synchron gerutscht, sage ich mal, wo sehr viele neue Frauen aus Hollywood eine neue Stimme brauchten, weil sie eben zeitgleich hochkamen. In meiner Altersstufe gab es nicht sehr viele. Ich hatte das Glück, ein Talent mitzubringen, was gerade angesagt war. Ich hatte halt so eine Frische, ich hatte eine Komik in der Stimme, ich hatte kein Problem damit, mich zum Löffel zu machen. Ich hatte natürlich überhaupt keine Erfahrung, also alle Produktionsleiter haben abgekotzt, wenn es hieß, ja, wir möchten gerne die Spiel da drauf. Oh, die ist so langsam, oh nein. Weil ich halt einfach kein Synchron konnte. Es hat mit mir gedauert. 4 Jahre. 4 Jahre hatte ich keine Ahnung, was ich da tue. 4 Jahre war jeder erste Take brillant gespielt und völlig asynchron. Und die Cutterin wusste nicht, okay, wie erkläre ich es ihr? Und dann haben sie Geduld gehabt und dann habe ich sehr, sehr viele Aufnahmen gebraucht, um beides irgendwie zusammenzubringen. Und nach 4 Jahren war das wie Matrix lesen. Ich kam ins Atelier und es war wirklich, puff. Und plötzlich dachte ich, das ist ein Labial, natürlich. Und dann habe ich den Text gelesen und wusste, nein, da muss es hin. Und plötzlich war die Arbeit so einfach. Und es war nicht mehr dieses, oh, wo muss ich das alles hinsprechen? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich sehe irgendwas und weiß, okay, den kriege ich da nicht drauf, den Satz, aber ich versuch's. Also klar, meine Anfangszeit, da hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Ich war ja sehr schnell Mutter. Also ich bin mit 19 ins Synchron eingestiegen und habe während Buffy 2 Kinder bekommen. Da war ich 23 und 27, also ich war sehr schnell eine berufstätige Mutter. Ich habe immer sehr viel gearbeitet mit den Kindern auch. Also ich war 10 Tage nach der Entbindung von meinem Sohn schon wieder im Studio. Ich habe meinen Sohn bei Romeo und Julia nachts gestillt. Wir haben den in der Nachtschicht aufgenommen. Das war nicht lustig. Hat mich aber auch zu dem gemacht, was ich bin. Also ich bin ein absolutes Arbeitstier. Ich bin super belastbar. Also ich denke, deshalb waren diese Jahre wichtig. Letzten Sommer habe ich mir sehr viel Urlaub rausgenommen und da wurde ich dann schon ganz schön hibbelig. Wir waren 5 Wochen weg und dann dachte ich so, jetzt will ich dann aber auch wieder arbeiten und dann wollte ich lieber Regie führen als sprechen. Sprechen ist toll, das ist gar keine Verantwortung haben, ist super, aber wenn man einmal selber Regie geführt hat, ist es ganz, ganz schwierig, nicht immer renitent zu sagen, aber können wir es nicht auch so, also einfach das abzugeben und zu sagen, nein, du bist mein Regisseur, mach du mich. Das geht, aber es geht halt auch manchmal nicht. Die Bertha ist immer mit dabei und jetzt schläft sie gerade. Das ist auch beim Hörbuch, da ist sie dann auch dabei, da ist sie dann auch unter mir und das wissen die Tonmeister schon immer, dass manchmal bewegt sie sich dann und dann hat sie ein, dann hält sie die Luft kurz an und dann macht sie und dann kann ich erst weitersprechen. Das wissen alle und das funktioniert. Bertha ist im Atelier groß geworden. Ich kann tatsächlich nur gut sein, wenn ich etwas lese und in meinem Ki Kopf geht Kino ab und ich sehe es und dong, dong, dong und Bilder, 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 weil dann weiß ich auch, wie die reden. Dann weiß ich muss nicht großartig mir eine Platte machen, sondern wie redet der jetzt, redet der so, sondern ich spüre das. In dem Moment, wo ich da drüber lese, weiß ich, wie der ist, weil eben ich mir den vorstelle. Und dann müssen eben alle anderen den auch so sehen, wie ich den sehe. Und da war Betsy Taylor wahnsinnig dankbar. Da kommen einfach super Rollen drin vor. Jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, es sind mindestens 7 Teile. Und es sind noch mehr. Oh Gott. Ich wusste, dass diese Frage kommt und ich hätte mich besser darauf vorbereiten sollen. Es war natürlich sehr viel, aber auf jeden Fall ist zu sagen, Betsy Taylor hat einen großen Raum eingenommen. Einen sehr großen Raum. Und ich kann jetzt die Titel nicht alle auswendig. Also ich weiß noch. Egal. Es gab mal eine Frage, da wurde ich gefragt, bist du lieber Vampir oder Vampirjägerin? Kann ich ganz eindeutig beantworten, ich bin lieber Vampir, weil die können viel mehr. Ja, also nur jagen und immer pflöcken ist fad. Selber Superkräfte haben, selber die Königin sein, das ist cool. Ein Mann mit so einem Schwanz zu haben, das ist cool. Das mit dem Sex wurde dann irgendwann ein bisschen anstrengend, das liest sich dann halt so weg, aber gut. Ja, dann habe ich David Safir lesen dürfen. Mu, ein großartiges Buch. Das erste Buch, wo ich zu lang war. Ich bin sonst immer zu schnell. Ich habe ein Lesetempo, was für alle sehr schwierig ist zum Hören. Und bei diesem Titel habe ich mir gedacht, das ist eine Kuh, die redet nicht so schnell. Die muss ich mal langsamer machen. Und dann waren wir eine CD zu lang. Da gab es Schimpfe. Mrs. Wow. Karma habe ich auch noch gelesen. Das hat mir gut gefallen. Seitdem passe ich ein bisschen auf, dass ich nicht so viel schlechte Sachen über Menschen sage. Weil ich möchte nicht als Ameise wiedergeboren werden. Kino mit den Kindern finde ich super.
Ich habe letztens bei Madagaskar 3 geweint. Das war meiner Tochter sehr peinlich. Und ich so, ey Mann, das ist rührend. Ey, hör auf zu heulen, das ist Madagaskar. Ich so, ja, aber es ist traurig. Also das genieße ich trotzdem sehr. Also diese Kinderfilme finde ich super. Also ich gehe eher mit meiner Tochter ins Kino als mit meinem Sohn. Der geht natürlich mit seinen coolen Jungs. Gucke ja gerne Actionfilme, aber irgendwie fragt er nicht, ob ich mitgehen will. Egal. Ich wollte immer ein Ponyhotel aufmachen, aber den Traum habe ich nicht mehr. Nein, ich bin nicht so mit Traum. Ich bin jemand, der jetzt lebt und der schafft noch bis morgen zu denken. Und klar, beruflich weiß ich auch schon, was ich im Dezember mache. Aber das ist mir eigentlich schon zu viel. Sondern es ist Schritt für Schritt und jeder Tag ist neu. Und jeder Tag, an dem man gesund ist, ist gut.